Arbeitnehmer, der nicht so technikaffin ist, in Ihrem Beispiel, ich sage nicht, dass Ältere nicht technikaffin sind, es war Ihr Beispiel, zugeschickt. Er hat halt nicht den Vorteil, dass er sich unmittelbar gleich bewerben kann. Er muss wieder erst postalisch oder per Telefon Termin ausmachen und sich bewerben. Ja. Aber den Nutzen einmal, mehr Treffer und treffsichere Stellenvorschläge zu bekommen, den haben alle Kunden, auch wenn sie nicht im System selber online sind. Genau, nur den zeitlichen Gewinn haben natürlich nur Menschen, die dieses vollständig nutzen. Jawohl. Aber das gibt es auch heute schon, weil auch heute kann ich mir Stellen in der Jobbörse selber raussuchen oder mit der Post bekommen. Jawohl, aber Sie haben recht. Die Kollegin von der Wiener Zeitung war da noch. Wir müssen ehrlich sagen, wir wissen es nicht genau. Das ist eine weitere EDV-Entwicklung, die wir gerade machen, dass wir messen können, wie viel Zeit unsere Beraterinnen und Berater am Kunden verbringen. Das ist die weitere IT-Neuerung, die wir einführen. So in Durchschnittsbetrachtung und allgemein beobachten wir, dass ungefähr 40% der Zeit am Kunden sind und 60% der Arbeitszeit unserer Beraterinnen Backoffice sind. Backoffice ist natürlich nicht nur Administration, das ist jetzt auch zum Beispiel Matching. Matching passiert in Anwesenheit des Kunden, aber auch, wenn der Kunde weg ist, kein Kundenverkehr ist, wird auch gesucht für die Match, die der Berater oder die Beraterin, indem sie versucht, für ihre Kundinnen offene Stellen zu finden. Und umgekehrt, SFU matcht, sucht für die offenen Stellen geeignete Bewerber zu finden. Gleichzeitig gibt es natürlich auch bei Zeit am Kunden, an der Kundin sozusagen, oder mit dem Kunden, mit der Kundin, gibt es natürlich auch Administration. Weil Sie müssen ja nachfragen, seinen Ausweis kontrollieren und den Leistungsantrag machen und solche Dinge. Und manche Daten werden nur erhoben für Administrationszwecke, also für die Berechnung des Arbeitslosengeldes. Wir bräuchten für das Vermittlung keine Informationen über das frühere Einkommen. Das braucht man für die Berechnung vom Arbeitslosengeld, um nur ein Beispiel zu nennen. Mein Kollege Johannes Kopf hat schon gesagt, in erster Linie müssen wir die eigenen Leute überzeugen, dass sie das bewerben. Der Verkäufer am Point of Sales ist unser Berater. Wenn die Beraterin, der Berater nicht überzeugt ist, dass das Sinn macht und sinnstiftend ist, dann wird er auch nicht den Kunden überzeugen können. Zum Ersten müssen unsere Beraterinnen und Berater überzeugt und begeistert sein. Und daran arbeiten wir auch, indem wir benchmarken, indem wir die Geschäftsstellen, die da schon viel weiter sind, vor dem Vorhang holen. Ja, und dann kann man das den Kunden auch begreiflich machen. Eine Methode ist es, wir haben jedes Jahr auch 10.000 Kundinnen und Kunden, die das erste Mal in ihrem Leben arbeitslos werden. Und da gibt es die Möglichkeit, dass sie sich, wie gesagt, online melden und auch schon frühzeitig melden. Und eine Möglichkeit, das zu bekannt zu machen, ist eine solche Pressekonferenz. Da bin ich sehr dankbar, wenn Sie dafür Werbung machen. Orangenpullover. Kollege, ja. Sie sagen, im App sind jetzt 70.000 offene Stellen, das ist sehr positiv bewertet, wenn ich noch die letzten Zahlen sagen kann. Und wir haben gut 400.000 Arbeitslose, die gemeldet sind. Wie, jetzt machen Sie elektronisch sehr viel oder haben Sie vor, viel zu machen, dass die Auswahl sich verbessert, aber an der Grundsituation, die wir wird das gar nichts ändern. Sie haben 400.000 Leute und sagen, Selbsttendenz stark steigen und jetzt noch im App 70.000, die jetzt die Anzweifel, das ändert an der Grundsituation nichts. Ich verstehe. Sie meinen, es verhindert nichts am Verhältnis von offenen Stellen und vorgemerkten Arbeitslosen. Vordergründig nicht, wenn wir dadurch auch mehr Arbeitgeber aus Kunden gewinnen. Unser Einschaltungsgrad ist ja nur, unter Anführungszeichen, bei 36%. Also nur 36% aller offenen Stellen werden dem Arbeitsmarkt zugewiesen. Es
Wenn wir da weiterkommen und einen höheren Einschaltungsgrad erreichen, dann können wir auch an diesem Verhältnis etwas ändern. Aber vordergründig, Sie haben recht, ändert es nicht. Aber auch wenn die Verhältniszahlen so sind, die Stellenandrangziffern so sind, beobachten wir doch, dass über 600.000 oder fast 600.000 Arbeitslose jedes Jahr eine Arbeit finden wieder. Und wenn man das auf über 600.000 steigern kann, wenn man das vor allem beschleunigen kann, dass sie früher eine Arbeitsstelle finden, trotz, der Arbeitsmarkt ist nicht rosig, die Lage ist schlecht, trotzdem finden noch viele Arbeitslose eine Arbeit, und wenn man das beschleunigen kann, ist viel an Arbeitslosengeld eingespart. Ich möchte gerne aufklären, wie es so diese unterschiedlichen Zahlen gibt zu den offenen Stellen. Wir veröffentlichen jedes Monat ungefähr jetzt, ganz grob, 30.000 offene Stellen am Monatsanfang sozusagen. Das ist der Bestand.